Also, schönen guten Morgen. Wenn es keine Meldung jetzt von Ihnen gibt, dann beginne ich einfach mit der zweiten Vorlesung. Wie gesagt, handelt sich hier um die Grundbegriffe des Städtebaus und der Stadtplanung. Und wir sprechen heute über den Begriff der europäischen Stadt. In der letzten Vorlesung habe ich ja versucht, Ihnen ein bisschen zu erklären, warum wir über Begriffe sprechen, was mit einem Begriff gemeint ist. Und wir nehmen uns heute mal tatsächlich einen relativ sperrigen Begriff so als erstes vor, weil der doch sehr grundlegend ist, er sehr oft gebraucht wird, aber man nie so ganz richtig eigentlich versteht, was damit gemeint ist. Beim letzten Mal habe ich Ihnen ja in diesem Auszug aus dem Architektenblatt von Herrn Westerheide kam oben in einem Absatz die neue Leipzig-Charta für Stadtplanung vor. Das ist tatsächlich ein ziemlich interessantes Papier. Wir werden im Laufe der Vorlesung öfter noch über diese Chartas sprechen. Das sind keine offiziellen Dokumente, sondern es sind eigentlich Absichtserklärungen, die im politischen und gesellschaftlichen Raum eher eine Rolle spielen. Aber die haben den Vorteil, dass dort sehr ausführlich, eigentlich so immer aus der Sicht der jeweiligen Generation und Zeit, formuliert wird, was eigentlich in unseren Städten, im Städtebau, aber auch in der gesamten Stadtentwicklung passiert. Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Es ist jetzt so, dass im letzten Jahr wieder ein neues Dokument oder vielmehr ein erneuertes Dokument vorgestellt wurde, die Leipzig-Charta. Ich werde da in einer späteren Vorlesung noch mal etwas intensiver drauf eingehen. Sie formuliert tatsächlich jetzt hier in ihrer neuesten Fassung, das steht da oben, die transformative Kraft der Städte. Das ist doch deutlich anders als in den letzten Ausgaben. Da wurde sehr viel mehr grundsätzlich beschrieben, wie die Städte sich ausbreiten, wie sie sich auch vielleicht nachhaltiger entwickeln. Und jetzt tatsächlich die transformative Kraft als so eine Art Beschreibung, wie die Städte sich in Zukunft entwickeln. Wenn man jetzt mal in die neue Leipzig-Karte hereingeht, ich werde die nicht ganz mit Ihnen durchgehen, aber wir werden ja auch im Rahmen dieser Vorlesung uns immer auch so kleinere Textpassagen mal vornehmen. Da wird es heute auch einiges in der Vorlesung zu geben. Ich werde, wie gesagt, die nicht immer vorlesen oder ganz im Detail erklären. Das können Sie dann auch gerne im Nachgang machen. Aber es ist schon wichtig, wenn wir uns jetzt diesen Begriffen nähern, auch immer mal Referenzen in Texten, in Dokumenten oder, das werden Sie später auch sehen, in Personen zu haben. Sonst bleibt der Begriff zu oberflächlich. Ich glaube, es ist wichtig, dass Sie so verschiedene Ansätze, verschiedene Sichtweisen bei all diesen Begriffen dann auch kennenlernen. Hier steht jetzt tatsächlich etwas erweitert, die transformative Kraft der europäischen Städte. Das heißt also, dieser Begriff, und das werden wir heute auch lernen, ist durchaus definiert. Es ist gar nicht so, dass wir da in dieser üblichen Grauzone unterwegs sind. Und viele Leute, die auch sehr gut formulieren und die sehr klug sind, haben sich da sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man das tatsächlich auch als Grundlage unseres politischen und gesellschaftlichen Handels dann verstehen kann. Sie sehen hier eine ganze Menge weitere Begriffe, die sich hier so in dem kleinen Absatz schon tummeln. Es geht eben tatsächlich auch um Europa. Es geht nicht nur um die großen Städte, sondern auch um die kleinen, mittelgroßen. Das ist oft ein Missverständnis. Man sagt dann, wir sprechen von den Großstädten, aber den Rest vergessen wir. Das funktioniert in Europa so nicht. Wir sprechen hier, das sehen Sie da in dem zweiten Satz, von einer polyzentrischen Siedlungsstruktur. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Größenordnungen von Städten, aber die hängen natürlich alle zusammen. Die hängen zusammen über die Infrastruktur, die hängen aber auch regional zusammen und unten geht es dann weiter. Wir sprechen über Kultur, Soziales, Ökologisches und natürlich auch das wirtschaftliche Zusammenspiel, weil niemand kann heute behaupten, ich sitze in meiner Stadt, ich versorge mich selber, sondern wir sind immer Teil mit den Städten von regionalen, aber manchmal auch natürlich von globalen Netzwerken. Das hat man ziemlich gut gemerkt, als der Frachter im Suezkanal vor 2, 3 Wochen quer stand, gab es auf einmal überall tatsächlich sofort spürbare Folgen, auch in der kleinsten Stadt in Europa. Das zeigt eigentlich, wir kommen aus diesen engen Zusammenhängen nicht mehr wirklich heraus.
Und wir müssen uns immer damit beschäftigen, wenn wir über die Weiterentwicklung der Stadt nachdenken und sprechen, was wirklich die Realität ist. Also was können wir tatsächlich in unseren Bereichen auch regeln, verändern und auch beitragen? Was sind aber auch viel größere Kreisläufe und Systeme, auf die wir so direkt eben keinen Zugriff haben? Wenn man jetzt mal etwas genauer sich dem annähert, was das eigentlich heißt, was heißt polyzentrisches Siedlungsgefüge und wie ist auch die Situation in Europa? Sie sehen hier nochmal eine Weltkarte, ich finde die immer sehr schön und sehr klar. Das sind diese Nachtkarten, die zeigen natürlich sehr deutlich, wo sich Siedlungsballungsräume befinden, wo eigentlich die Siedlung dichter ist, wo große Städte sind, wo aber auch polyzentrische Systeme sind. Und man sieht, dass wir natürlich sehr klar auf der Welt und im globalen Zusammenhang große dichte Siedlungsbereiche haben, aber natürlich auch Flächen, wo kaum eine Siedlung ist. Wir sehen Afrika einfach, dann auch Südamerika, dann natürlich aber auch den asiatischen Kontinent mit Russland. Das heißt, wir müssen sehr genau hinsehen, wenn wir tatsächlich so uns mit so einem Begriff der europäischen Stadt beschäftigen, weil wir natürlich am Ende doch auch Teil eines globalen Netzwerks sind. Jetzt nach Europa gesehen, und Europa ist insofern schon ziemlich interessant, weil es einfach tatsächlich sehr unterschiedliche Länder, aber auch sehr unterschiedliche Siedlungsräume hat. Sie sehen eigentlich zum Beispiel so ein Land wie Spanien hat ganz klar Madrid als Mittelpunkt und an den Küsten natürlich auch von Barcelona, Valencia oder nach Portugal rüber. Aber in der Mitte gibt es sehr, sehr viele Flächen, die eigentlich gar nicht so besiedelt sind oder nur von kleineren Städten. Ganz anders sieht das aus, wenn wir nach Mitteleuropa gehen. Die Niederlande sind das dicht bevölkerste Land, alleine von den Zahlen zur Fläche-Verhältnis in Europa. Und Sie sehen aber, dass es eigentlich man gar nicht mehr von einer Stadt sprechen kann, sondern es sind eine ganze Menge, die so ineinander laufen. Und wir sprechen eigentlich eher von Siedlungsräumen oder urbanen Zonen. Die größte Stadt übrigens, das wusste ich auch so schnell nicht, in Europa ist Moskau. Das sehen Sie rechts. Moskau hat tatsächlich so die Lage von einer großen Metropole, die stark ins Umland strahlt, aber wo eigentlich erst die nächstgrößere Stadt doch relativ weit entfernt ist mit St. Petersburg oder Kiew. Und Sie sehen, je weiter wir nach Mitteleuropa dann kommen, sprechen wir tatsächlich gar nicht mehr über die eine Metropole, sondern wir sprechen über sehr unterschiedliche Netzwerke, verschiedene Städte in verschiedenen Größenordnungen. Das heißt, wenn wir uns diese Karte jetzt tatsächlich vergegenwärtigen, dass wir von der europäischen Stadt eigentlich nicht sprechen können, ja, sondern der Begriff ist natürlich so gewählt, dass er eben auch diese europäische Stadt abstrakt formuliert. Aber wenn wir genauer hinsehen, ist es doch ein sehr heterogenes Netzwerk von Siedlungsräumen, von großen Städten, von kleinen Städten. Das heißt, wir müssen uns wesentlich genauer damit beschäftigen, was eigentlich damit gemeint ist, mit der europäischen Stadt. Wenn ich nach solchen Begriffen suche, werde ich oft auch in der Humangeografie fündig. Sie haben natürlich alle auch so eine Ausbildung in der Schule genossen, in Erdkunde. Und interessant ist eigentlich, dass ja die Humangeografie und die Stadtgeografie das Ziel haben, eben Sachen zu beschreiben. Anders als wir in den Planungsdisziplinen, die eben Sachverhalte, Strukturen verändern wollen, eben durch Planung, beschreibt die Humangeografie den Status quo oft. Sie macht aber auch Untersuchungen zu Entwicklungen. Sie kennen alle diese verschiedenen Karten in den Atlanten. Aber sie sind für uns doch oft auch eine Hilfe, wenn es um diese Begrifflichkeiten geht. Hier sind wir dabei, eigentlich mit einer sehr klaren Definition konfrontiert zu werden. Da oben, das fängt also an, die europäische Stadt ist durch eine sehr starke Vielfalt auf relativ kleinem Raum gekennzeichnet. Ich finde das eine ziemlich gute Definition, weil sie sofort auf den Kern eingeht. Also wir haben es tatsächlich mit Vielfalt zu tun, im historischen Sinne, aber natürlich auch in der Nutzung, auch in der Baukultur. Und wir
sprechen immer über sehr kompakte Strukturen, also über einen relativ kleinen Raum. In dem nächsten Satz geht es eben um die Geschichte. Wir können einer Stadt nicht gerecht werden, wenn wir nicht auch ihre Geschichte und ihre Entwicklung genauer ansehen. Also deswegen ist es enorm wichtig, sich mit jeder Stadt einzeln zu beschäftigen. Und da wird ja auch geschrieben, es ist schwierig, eben über Typen zu sprechen, weil eben die Geschichte, die Lage und auch die heutige Entwicklung der Städte sehr unterschiedlich ist. Wir haben auch in der letzten Vorlesung ja gelernt, dass wenn wir über die Begriffe sprechen, geht es um die Merkmale, also die etwas schärfere Definition in unterschiedlichen Richtungen. Und Sie sehen hier einfach, es geht immer um eine kompakte Form in der Innenstadt. Es geht dann natürlich auch um die Erschließung, um komplexe Straßenmuster. Es geht dann auch um eine Mischung. Wir werden uns mit Mischung nochmal in einer eigenen Vorlesung auch als Begriff beschäftigen. Es gibt tatsächlich auch Repräsentativbauten eben, die dieses System dann auch bestimmen. Das werden wir nochmal sehr viel intensiver kennenlernen, wenn wir über Karlsruhe sprechen. Dann gibt es eine ganze Reihe weiterer Merkmale. Das geht hin bis zu Dichten, dann übers Stadtbild, dann natürlich auch irgendwann der Bodenwert und natürlich auch so die Abbildung der Katastrophen von Kriegen, Unwettern und so weiter. Also das sind die Merkmale und die sind doch durchaus anders, wenn wir jetzt über die nordamerikanische Stadt oder Städte im asiatischen Raum sprechen. Da sind die lange nicht so klar, weil die teilweise wesentlich jünger sind in ihrer Entwicklung und eben tatsächlich auch diese durchgängigen Mischungsverhältnisse so nicht kennen und auch natürlich diese kompakte Form in dieser Art und Weise nicht besitzen. Also das heißt, wenn wir jetzt über die europäische Stadt sprechen, dann sprechen wir immer sehr deutlich über städtische, die diesen Merkmalen dann auch gerecht werden. Das ist für Sie, glaube ich, ganz wichtig, sich mal mit diesen Merkmalen auch in den unteren, also unter den Begriffen zu beschäftigen, weil dann wird sehr viel schneller klar, wie viel Inhalt eigentlich in diesen Begriffen ist. Sonst könnte man sagen, die europäische Stadt ist schnell zu erklären, aber wenn wir etwas tiefer eintauchen, und das ist Ziel dieser Vorlesungsreihe, werden Sie merken, dass es tatsächlich, je genauer man hinsieht, je größer wird eigentlich dann auch die Bandbreite, wie so ein Begriff zu verstehen ist. Es gibt, wichtig hierbei, es gibt sehr unterschiedliche Gliederungen, auch gerade von der inneren und der äußeren Stadt. Und Sie sehen hier so ein paar Merkmale, die hier auch zusammengetragen sind, dass man versteht, es gibt eben verschiedene Epochen, es gibt verschiedene Siedlungsmuster. Und es gibt doch oft, und das ist fast bei all diesen Städten so, ein klar herausgebildetes Zentrum, wo die Stadt meistens auch angefangen ist, dann zu wachsen oder wo die Gründung stattgefunden hat. Es gibt dann oft die Altstädte. Es gibt möglicherweise dann auch Repräsentativbauten wie Kirchen, Schlösser, Burgen. Und dann, je weiter wir eigentlich nach außen kommen, je mehr nimmt die Dichte ab, dann gibt es einfach tatsächlich auch die Industrie- und Gewerbezonen, bis wir dann wirklich auch in den Außenbereichen der Städte sind, die man dann suburbane Zonen nennt. Ich will das im Moment gar nicht so weit vertiefen, aber das sind Begrifflichkeiten, die wir unbedingt brauchen, wenn wir auch bestehende Städte dann analysieren oder wenn Sie auch Projekte bearbeiten, die dann im unmittelbaren entweder in der unmittelbaren Nähe zum Zentrum sind oder die sich eben auch in den suburbanen Zonen befinden. Also diese Begrifflichkeiten sind wichtig, damit Sie eigentlich später, auch wenn Sie weitere Projekte bearbeiten, immer erstmal ganz platt gesagt wissen, wo Sie sind und sich einfach orientieren können, was auch dann die Gesetzmäßigkeiten in diesen unterschiedlichen Strukturen sind. Die Herausforderungen, da werden wir später auch nochmal drauf kommen, ganz aktuell eben die Probleme in den Innenstädten und nicht erst seit Corona, sondern die Innenstädte haben sich sehr stark verändert, so in den letzten 20 Jahren. Dann natürlich aber auch die sozialen Herausforderungen, die in den Planungsdiskussionen immer etwas vergessen werden. Also welche Möglichkeiten und Optionen haben die unterschiedlichen sozialen Gruppen in der Stadt? Und da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Da gibt es auch ethische Fragen der europäischen Stadt, die zum Beispiel in Südamerika oder in Asien überhaupt keine Rolle spielen oder ganz anders gesehen werden.
Das heißt also, hier kommen sehr viele Disziplinen zusammen und es ist sehr wichtig, eben diese Begrifflichkeiten dann auch sehr bewusst dann zu wählen, weil die am Ende dann auch die Grundlage sind, dass wir uns besser verständigen können. Und es gibt einfach diese Regel, die man doch tatsächlich aufstellen kann. Am Anfang haben wir gesagt, es gibt keine Typen, aber es gibt schon Regelmäßigkeiten, die eben in den Städten sehr unterschiedlich immer ausgeprägt sind. Sehen Sie hier so ein paar als Beispiele, das ist lange noch nicht vollständig. Aber wir werden es oft damit zu tun haben, dass wir Dinge, Phänomene, Regelmäßigkeiten bei unterschiedlichen Städten durchaus vergleichen können, aber dann tatsächlich im konkreten Kontext wir immer doch auch mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen konfrontiert werden. Also als Beispiel, die Altstadt von Köln ist durchaus vergleichbar mit der Altstadt von Düsseldorf. Wenn man aber dann sieht, die eine liegt eben rechtsrheinisch, die andere linksrheinisch, die Stadt ist völlig anders strukturiert, die Größenordnungen sind unterschiedlich, obwohl, wenn man dort ist, nicht unbedingt so das so ganz schnell merkt. Also ich glaube, wichtig ist immer zu verstehen, dass Sie, wenn Sie in eine Stadt kommen, dass Sie sich orientieren, dass Sie aber auch vielleicht immer ein bisschen hinterfragen, also wie unterschiedlich sind diese Merkmale dann auch ausgeprägt. Das hilft eigentlich enorm, weil ich finde es wichtig, dass Sie alle jetzt, Sie beschäftigen sich jetzt 2 Jahre in etwa mit Architektur und es ist, glaube ich, wichtig, dass Sie so einen Fundus langsam aufbauen von unterschiedlichen Städten, unterschiedlichen Gebäuden, unterschiedlichen Architekten, dass Sie nicht denken, nur Sie sind Zentrum des Universums, sondern es ist in diesem Beruf unheimlich wichtig, dass Sie sich orientieren können und dass Sie auch ein Wissen haben, wo Sie am Ende dann auch Ihre eigene Arbeit einordnen können. Es gibt dann eine ganze Menge von Bildern, die versuchen, das zu illustrieren. Das sparen wir jetzt uns einfach mal. Ich glaube, es ist relativ klar, worüber wir sprechen. Wir haben eben in vielen Städten unterschiedliche historische Schichten, die wir sehen. Wir haben natürlichen Straßen- und Verkehrssystem, wir haben Grünsysteme und wir haben sehr unterschiedliche baukulturelle Ausprägungen davon. Hier ein Blick nach München und Sie sehen eigentlich die, da braucht man auch gar nicht viel über Städtebau und Stadtplanung zu wissen. Sie sehen eigentlich hier die Gebäudekonstellationen. Sie sehen dann Teile, die sehr geordnet aussehen, die sehr großräumig auch wirken. Und dann sehen Sie wieder diese sehr kleinteilig gemischten Strukturen, die man auf den ersten Blick gar nicht richtig zuordnen kann. Also damit werden wir uns immer wieder beschäftigen, welche Strukturen wir vorfinden. Und am Ende natürlich auch mit der Frage, wie entwickeln wir diese Strukturen eigentlich weiter, um die Städte auch in der Zukunft dann zukunftsfähig machen zu können. Wenn wir uns jetzt mit der europäischen Stadt weiter beschäftigen, reicht es meiner Ansicht nach eben nicht nur diese Definitionen zu kennen, sondern ich glaube, es ist wichtig, etwas tiefer einzutauchen. Und ich werde Sie heute mal mit sehr unterschiedlichen Sachen, vielleicht auch sehr überraschenden Sichtweisen auf die europäische Stadt konfrontieren, damit Sie einfach tatsächlich auch so in Ihrem Fundus angereichert werden. Und Sie sehen hier, das ist so ein Grundlagenwerk von Walter Siebel. Walter Siebel war ein Soziologe, also kein Architekt oder Planer. Er hat sich aber sehr intensiv auch in vielen interdisziplinären Zusammenarbeiten damit beschäftigt, was so der Kern der europäischen Stadt ist oder was wirklich über diese Merkmale hinaus auch die Qualität ist und was vielleicht auch so eine Orientierung für die Weiterentwicklung ist. Weil Sie sehen hier so in dem kurzen Absatz, es geht eben tatsächlich darum, dass wir auch eine Menge Krisen oder Herausforderungen haben. Und die europäische Stadt war immer so ein Begriff, der dazu verwendet wurde, eben zu sagen, passt auf, es gibt im Moment negative Entwicklungen, die dieses Bild eher stören. Und es gibt sehr viel, was aus der Geschichte und der Tradition der Stadt entstanden ist, was wir in Zukunft auch hegen und pflegen müssen. Es geht sicherlich da auch ein ganz zentrales Thema, auch in diesem Buch ist eben der öffentliche Raum. Also wie wird der öffentliche Raum weiterentwickelt? Wie kann der öffentliche Raum sich gegenüber Verkehr und allen möglichen Ansprüchen behaupten? Und wie kann man tatsächlich auch so die europäische Stadt als eine soziale Idee verstehen? Eben nicht mit
Abgrenzung, Ausgrenzung oder Gentrifizierung, sondern wie kann eigentlich eine Stadt eine Heimat für sehr unterschiedliche Gruppen sein und wie kann eine Stadt dann auch die Grundlagen legen, dass diese Gruppen dann auch nebeneinander in der Stadt gut existieren können. Das nächste ist ganz sicher, sollte eigentlich auch in Ihren Bücherschrank gehören, das ist die Geschichte der Stadt. Also wenn wir gerade eben diese soziale, den sozialen Blick gesehen haben, dann ist hier natürlich auch die Geschichte enorm wichtig. Leonardo Benevolo, ein italienischer Professor, hat das immer weiter fortgeschrieben. Das ist ein ziemlich dicker Wälzer, der liegt auch bei mir im Bücherschrank meistens ziemlich oben. Der gibt keine konkreten Hinweise jetzt auch in die Zukunftsthemen, sondern er ist ein sehr, sehr gutes Kompendium, um zu verstehen, wie Städte an unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlichen Planungsstrategien und gesellschaftlichen Hintergründen sich entwickelt haben. Und ich glaube, wenn man da mal reinsieht, dann nimmt man sehr schnell Abstand von diesem Wachstumsbegriff. Das habe ich ja in der letzten Vorlesung schon angedeutet, weil der Wachstumsbegriff hat viele Komponenten nicht, die zu einer Stadtentwicklung gehören. Man denkt so, dass wächst, wie so ein biologisches Wachstum organisiert ist, aber es ist völlig anders. Es sind immer wieder unterschiedliche Generationen mit politischen und gesellschaftlichen Ideen. Es gibt natürlich auch dann die Ressourcen, die eine Rolle spielen. Es gibt die geografische Lage und so weiter. Also ich glaube, es ist immer gut, sich ganz klar dazu zu bekennen, dass eben Städte oder auch Problemstellungen von Städten nicht meistens nicht neu sind, sondern dass die in der Historie dann auch schon in verschiedensten Konstellationen aufgetreten sind und dass eben die Menschen sich immer auch damit auseinandergesetzt haben. Und die Stadt ist eben ein Produkt von vielfältigen Einflüssen und immer auch eine bewusste gesellschaftliche Entscheidung, wie die Stadt aussieht. Das passiert nicht zufällig, sondern da gibt es eine ganze Menge Hintergründe. Und ich glaube, es wäre gut, wenn Sie am Ende dieser Vorlesungsreihe auch ein bisschen vielfältigere Sicht darauf haben, wie eben auch Städte sich entwickelt haben und dass man nicht eben nur lapidar von Wachstum sprechen kann. Das andere ist, da werden wir uns auch bei einer späteren Gelegenheit nochmal mit beschäftigen, ist natürlich aber auch die baukulturelle und die künstlerische Seite. Das vergisst man oft, man meint, das sind alles nur pragmatische Entscheidungen, aber viele historische Städte sind eben unterschiedlich auch in ihrer Qualität. Das merken Sie relativ schnell, wenn Sie die Städte besuchen. In manchen Städten hat man das Gefühl, man kann sich überhaupt nicht orientieren, es ist alles zufällig und es ist auch in einer sehr schlechten Qualität, da steckt wirklich nicht viel dahinter. In anderen Städten merkt man auf einmal, andere Generationen haben sehr, sehr viel dazu beigetragen, wie das Gesicht der Stadt aussieht, wie die Straßenräume gestaltet sind und verbreiten auf einmal eine ganz andere Atmosphäre. Das ist sehr wichtig, wird leider oft vergessen. Camillo Sitte war einer der Vertreter, die das sehr durchdrungen und auch in ein Lehrbuch hineingebracht haben. Und ich finde es immer sehr interessant, da ab und zu auch mal hineinzusehen, wenn wir uns so ein bisschen verstricken in sehr komplexen Fragestellungen. Ich glaube, es ist immer wichtig, auch diesen Zugang zu Städten zu haben. Ich möchte etwas herausheben, ein Werk, das ist von Colin Rowe und Fred Kötter, so in den 70er Jahren entstanden. Und da machen wir jetzt einen Schritt weiter. Es geht eben tatsächlich darum, in welchen Strukturen sich die Städte entwickeln. Ziemlich überraschend, das waren Amerikaner, amerikanische Professoren, die das damals verfasst haben. Und auf dem Titelbild ist tatsächlich Wiesbaden. Ist ziemlich überraschend jetzt für so ein Thema. Sie sehen eigentlich, ich glaube, die meisten werden Wiesbaden so nicht kennen. Da fährt man eher dran vorbei, obwohl es eigentlich eine sehr schöne Stadt ist. Und Wiesbaden hat tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Seiten. Sie sehen so auf der linken Seite die sehr kompakte Stadt. Da geht es gar nicht um das einzelne Gebäude. Sie sehen, das sind Flächen, die von Straßen und dann auch von besonderen Gebäuden gegliedert sind. Und dann so die aufgelockerte Stadt auf der rechten Seite, wo eben der Grünraum dominiert, wo wesentlich weniger und kleinere Gebäude dann auch platziert sind. Und Sie sehen eigentlich, dass diese beiden unterschiedlichen Systeme die Stadt natürlich sehr stark prägen. Und sie stehen auch dafür, für völlig unterschiedliche Bilder von Stadt.
Und wir sind uns heute ja gar nicht mehr so sicher, was wir eigentlich in Zukunft wollen. Also wir wollen sicherlich die stark durchgrünte und nicht so dichte, die aufgelockerte Stadt. Aber wir wissen natürlich auch, wir müssen natürlich auch Wohnraum, wir müssen Volumen auch für Gewerbe und Handel und für Institutionen schaffen. Und wenn wir sehen hier die zwei Richtungen, in die das gehen kann. Die eine eben aufgelockert, die natürlich wesentlich mehr Fläche braucht, dafür aber den Grünraum integriert. Und auf der anderen Seite die kompakte Stadt, die natürlich wesentlich mehr Volumen auf kleiner Fläche organisiert und dann aber natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis zu den Grünräumen hat. Und wir werden uns über diese beiden Stadttypen jetzt auch in der Folge doch noch auch in weiteren Vorlesungen Gedanken machen, weil hier sehr schön in diesem Buch eigentlich herausgearbeitet wird, dass es eben nicht den einen Weg gibt. Also es gibt nicht den einen Weg und dann wird die Stadt sich immer so weiterentwickeln, sondern es ist wahrscheinlich immer eine Kombination dieser beiden extremen Haltungen. Das Buch war damals ziemlich interessant. Das können Sie sich später dann auch noch gerne alles durchlesen. Ich will nur so ein paar Hintergründe dazu geben. Es war eigentlich gedacht als eine Kritik des amerikanischen Städtebaus so der 60er Jahre, weil man hat dort damals eben sehr viel diese großflächigen Entwicklungen einfach in die Landschaft hinein als Planung letztendlich favorisiert. Das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass es eben sehr viel Fläche gab. Und die beiden haben aber herausgearbeitet, dass das einfach sehr, sehr viel Nachteile hat. Und es ist ziemlich interessant, sich da auch mal so in diese kleineren Ausschnitte nur rein zu vertiefen. Das fängt oben an, like a thriller, this book opens with a crime. Also das ist da ziemlich theatralisch, geht es gleich zur Sache. Und es ist so eins wirklich meiner Lieblingsbücher, weil es sehr vielfältig ist. Es ist nicht dogmatisch und es gibt einem sehr viele lose Enden eigentlich, die für uns auch heute tatsächlich interessant sind. Wenn wir so ein bisschen reinsehen, ist die These eigentlich der Autoren, dass es nicht immer darum geht, wieder alles neu zu erfinden, sondern dass es tatsächlich darum geht, die unterschiedlichen Herausforderungen, die jede Generation hat, immer etwas collagenartig eigentlich zu verstehen und die Stadt nicht als ein gesamtes, dogmatisches, strenges System zu verstehen, sondern eher die Herausforderung zu sehen, wie setzt man eigentlich unterschiedliche Fragmente zusammen. Da kann man jetzt auch lange drüber diskutieren, was die jetzt, ist es historistisch gemeint oder was steckt eigentlich dahinter, aber diese Stadt als Collage zu verstehen, ist, glaube ich, ein ganz guter Zugang, weil wir das natürlich brauchen, auch für die weiteren Entwicklungen müssen wir eigentlich immer den eingeschlagenen Weg so weitergehen. Was lernen wir aber auch aus den vielfältigen Strukturen, die es ja schon gibt, auch in der Historie der Stadt? Also dieses Buch verunsichert erstmal ein bisschen einen eingefleischten Planer, weil der immer meint, er weiß alles ganz genau und ich finde es sehr, sehr vielfältig. Und diese kleinen Ausschnitte sollen Sie mal motivieren, eigentlich sich auch ein bisschen damit zu beschäftigen, also aus welchen Strukturen die Städte sich am Ende dann auch zusammensetzen. Man sieht es sehr schön auch in dem Bildmaterial in dem Buch hier, wie gerade schon beschrieben, Wiesbaden, wenn man hier etwas genauer reinsieht, ist es tatsächlich sehr interessant, also auch wie die Linienführung, wie die Achsen sind. Wiesbaden ist auch eingebettet in die Topografie, also das ist tatsächlich, wenn Sie mal nach Wiesbaden kennen, nehmen Sie sich diesen Schwarzplan mal. Es ist tatsächlich interessant, wie auch die Übergänge sind, wie die Grünräume ausgeformt sind. Und man versteht relativ schnell, was hier damit gemeint ist, dass hier zwei ganz unterschiedliche Stadttypen aufeinandertreffen. Sie sehen hier so die strukturellen Untersuchungen, die auch in dem Buch gemacht werden. Hier, da unten wird gesprochen von der Krise des Objektes. Links ist Parma, eine Stadt in Italien, und rechts ist ein Vorort von Antwerpen. Und tatsächlich waren gerade damals so in den 70er Jahren diese Muster von Antwerpen sehr weit verbreitet. Man musste eben sehr relativ schnell dann auch großflächig Wohnraum schaffen. Und Sie sehen aber schon den Unterschied. Es sind eigentlich, die Vielfalt ist in dem rechten Bild überhaupt nicht mehr da. Man hat eher versucht, sehr
gleiche Wohnungstypen dann auch mit der Infrastruktur und den besonderen Gebäuden zu verknüpfen. Und Sie sehen eigentlich den großen Unterschied von diesen kleinteiligeren, aber flächigen und sehr kompakten Strukturen und den raumgreifenden, natürlich auch durchgrünten Stadtideen. Und Sie sehen eigentlich hier, das ist so eine Diskussion der 60er Jahre, die uns aber teilweise auch immer wieder einholt, dass es natürlich da um sehr grundsätzliche Entscheidungen geht. Das kann ich nicht wieder rückgängig machen, wenn ich mich eigentlich auf die ein oder andere Richtung mal eingelassen habe. Und Sie sehen hier auch in dem Buch sehr schöne Beispiele dieser, was ist mit Collagen gemeint. Und es ist am Ende ein sehr liberales und offenes Bild, was hier auch von der Stadt gezeichnet wird. Und es war in dem Buch tatsächlich, ist es immer ein Gegenüberstellen auch der europäischen Stadt, dann auch mit den amerikanischen Ideen. Aber hier für die amerikanischen Autoren ging es eigentlich eher darum, so die Geheimnisse oder auch die Merkmale der europäischen Stadt so aus der Entfernung zu verstehen, um die möglicherweise dann auch in Amerika mehr zur Grundlage der Stadtplanung zu machen. Es ist ziemlich interessant, es ist so etwas vergessen, glaube ich. Es gibt, denke ich, auch in der Bibliothek, aber wenn Sie auch mal so etwas nachforschen, gibt es im Netz auch eine ganze Menge Informationen dazu. Ich habe auch immer unten die Links abgebildet, dass Sie da auch einen einfacheren Zugriff dann auf dieses Material auch haben. Und ich glaube, diese Collagen-Idee ist sehr aktuell. Hier eine ganz aktuelle Einladung zu einer Veranstaltung, die School for the City heißt, ist auch im Netz zu finden. Auch ein Tipp von mir, das ist sehr aktuell, die kommen aus Rotterdam in den Niederlanden. Da erfährt man sehr viel, da ist sehr viel los und jetzt eben gerade auch wieder diese Collagen-Diskussion, dass man hier versteht, dass diese Ideen von Colin Rowe und Fred Kötter gar nicht alt und historisch sind, sondern im Moment auch sehr aktuell, weil sie eben doch sehr, sehr vielfältig und sehr tiefgängig sind. Gehen wir noch mal etwas hinein. Sie sehen, was im Angelsächsischen mit Urban Fabric gemeint ist. Es geht eben darum, etwas zu differenzieren in dem städtischen System. Da spielt natürlich die Erschließung eine große Rolle und dann natürlich die Ausfüllung dieses Systems dann auch mit Gebäudestrukturen. Und Sie sehen, wie unterschiedlich das aussehen kann. Also man weiß nicht immer sofort, womit man es zu tun hat, wenn man eben diese Strukturen sieht, sondern da gehört natürlich dann auch das Stadtbild dazu. Da gehört eine ganze Menge Informationen mehr dazu, um wirklich zu verstehen, was damit gemeint ist. Okay, wir verlassen jetzt so die Collage City, hier eine ganze Reihe von Links. Es ist wirklich interessant, einfach mal da so hineinzulesen. Da kommt man in so eine ganz andere Welt, die uns nicht immer so geläufig ist. Kurzer Rückblick nochmal in meine Studienzeit. Ich habe ja auch gesagt, dass ich immer so ein paar auch persönliche Stationen so einstreue. Ich habe, wie gesagt, von 83 bis 1990 in Aachen studiert. Sie sehen hier mich im Kreise so meiner Kommilitonen. Und unsere Ausbildung war damals eben sehr stark so auf das Verständnis der historischen Stadt geprägt. Und uns wurde eigentlich beigebracht, dass man dieses historische Stadtverständnis eben auch als Grundlage für die weitere Stadtentwicklung nehmen soll und muss, ohne aber genau zu sagen, wie das denn aussieht. Also wie radikal können auch neue Ideen sein? Und uns war hier Städtebau immer so ein bisschen sehr rückwärtsgewandt. Und wir haben schon in unserem Studium sehr deutlich die Frage gestellt, was sind denn jetzt eigentlich die Lösungen auch im Städtebau für die anstehenden Fragen? Also es war damals schon klar, dass wir in eine riesige ökologische Frage hineinlaufen. Aber wie entwickelt sich auch die Baukultur? Ist das alles immer nur rückwärtsgewandt? Und wie kann sich auch die europäische Stadt dann im weltweiten Vergleich eigentlich positionieren? Also das waren Fragen, die waren völlig unbeantwortet im Studium. Und wir haben damals sehr danach gesucht, wo es denn Antworten oder wo es eigentlich Ideen gibt, wie diese europäische Stadt auch jenseits ihrem rein historischen Komponenten weiterentwickelt werden kann. Das habe ich Ihnen ja letztes Mal schon gezeigt. Das ist so der Wachstumsplan von Köln. Und uns hat aber dann eigentlich ganz stark interessiert, wie geht denn das weiter? Also sind diese Städte eben in der Fläche dann beschränkt und müssen sich in die Höhe entwickeln?
sind die Gebäudetypen eigentlich tatsächlich so auch nur an den historischen Bildern orientiert und laufen wir eigentlich wieder in eine Generation hinein, die sich eigentlich nur mit historischen Entwicklungen beschäftigt und so relativ stark beschränkt ist auch in ihrer Neuinterpretation der europäischen Stadt. Gibt es überhaupt diese neue Interpretation oder drehen wir uns eigentlich im Kreise? Das waren so Fragen, die wir damals in der Uni nicht beantwortet bekommen haben, sondern da war eher noch die auf der einen Seite eine sehr dogmatische Lehre und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Freiheit. Also wir hatten ein anders strukturiertes Studium, wir hatten im Hauptstudium wesentlich mehr Zeit und auch Möglichkeiten, uns selber zu orientieren. Und es waren auch sehr viele Lehrstühle nicht besetzt. Also wir hatten überhaupt nicht so ein Curriculum wie Sie heute, was sehr streng durchgetaktet ist, sondern eigentlich waren viele offene Fragen im Raum. Und das hat aber dazu geführt, dass wir eben auch versucht haben, selbst unsere Antworten zu suchen in selbstorganisierten Seminaren, in Exkursionen, in Einladungen von Architekten. Und ich finde enorm wichtig, dass die eben auch selbst relativ früh erkennen, dass es auf sie ankommt. Und nicht nur darauf, gute Noten zu bekommen oder so das Curriculum abzuarbeiten. Es kommt auf ihre persönliche Entwicklung an. Uns hat damals tatsächlich interessiert, wie geht das weiter? Und dieses Bild habe ich Ihnen ja beim letzten Mal schon gezeigt. Das ist ziemlich hart, finde ich. Also diese Stadt, die zerstört ist und eigentlich völlig anders wieder aufgebaut ist. Es gibt eine ganze Reihe auch von solchen extremen Beispielen, aber dann ist natürlich die Frage, wie geht das denn heute weiter? Also das da unten war ein Bild von in etwa so wirklich aus unserer Studienzeit und danach ist natürlich enorm viel passiert, insbesondere danach der Wende. Das heißt also, diese Städte sind wirklich oder diese Pläne sind immer nur Momentaufnahmen und die Frage ist, wie geht das eigentlich weiter? Und was ist dann auch die Substanz oder die Antwort der europäischen Stadt oder sprechen wir bald gar nicht mehr von der europäischen Stadt, weil das Ganze international überformt wird und wir eigentlich diese Identität, die wir aus Mitteleuropa gewohnt sind oder auch kennen, in Zukunft gar keine Rolle mehr spielt, weil wir immer mehr auch den globalen Einflüssen dann unterliegen. Das waren völlig offene Fragen, die auch zum Teilweise heute dann auch eine ganze Zeit später sich immer noch nicht klären und vielleicht aber in manchen Bereichen doch schon deutlich weiterentwickelt sind. Ich komme zu einem Projekt, was in meiner Studienzeit damals sehr wichtig war. Es ging um die IBA in Berlin, die von 79 dann bis 84, 87 stattgefunden hat. Und das war damals eigentlich ein Beispiel, wo wir doch eine Reihe auch von Antworten bekommen haben. Es ging eben darum, in Berlin, auch im geteilten Berlin, Ideen zu entwickeln, wie man auch mit der Substanz umgeht. Weil bis dahin war eigentlich klar, eine neue Generation kommt, die reißt die alten Gebäude weg und baut eben neue. Und Berlin hat damals mit der IBA eine deutlich andere Akzentuierung gehabt. Und es war für mich in meinem Studium ein sehr wichtiges Projekt, um zu verstehen, wie auch eine Fortschreibung der europäischen Stadt aussehen kann. Das war damals ein sehr, sehr großes Projekt an verschiedensten Stellen in Berlin. Sie sehen hier, das waren teilweise wirklich Bauprojekte. Es waren große Neubauten, die auch in historische Kontexte eingefügt worden sind. Es waren aber auch völlig neue Programme. Und es war vor allen Dingen, das steht da unten neben diesem Bild, ein paradigmatischer Wandel in der Stadtentwicklung. Das würde ich wirklich heute auch aus heutiger Sicht unterschreiben. Damals wurde ein völlig anderes Verhältnis auch zum baulichen Bestand und aber auch ein Respekt gegenüber diesen Strukturen eigentlich ganz neu definiert, weil die 60er, 70er Jahre hatten das eigentlich überhaupt nicht. Die haben sich eher so verstanden, dass diese Ideen des Städtebaus eben dazu führen, dass die Stadt eigentlich abgerissen und neu gebaut wird, gerade in ihren Kernen. Und die IBA in Berlin hat dort tatsächlich eine ganz andere Grundlage gelegt. Deswegen ist es schon sehr wichtig, sich da auch kurz nochmal auch aus unserer heutigen Sicht mit zu beschäftigen. Wir sehen eigentlich rechts hier so ein sehr, sehr eindrückliches Bild, wie damals Städtebau funktioniert hat. Man hat eben die alten Dinge schlichtweg gesprengt. Das kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen, aber das war damals eigentlich so das Übliche.
Also man hat ganz klar gesagt, die Stadt ist immer ein radikales Abbild eben auch von neuen Ideen in der Gesellschaft. Das geht nicht behutsam, sondern es wird eben abgerissen und neu gebaut. Natürlich kam in Europa dazu, dass viele Städte einfach noch viele Zerstörungen hatten, dass viele Areale eben noch nicht wieder rekonstruiert oder aufgebaut waren. Und diese Frage stellte sich dann bis weit in die 80er Jahre eigentlich immer sehr grundsätzlich. Und Sie sehen eigentlich, es kam dann in Berlin eben dieses Leitbild der kritischen Rekonstruktion auf. Das heißt also, man versucht schon, die alten Strukturen zu erhalten, zu ergänzen, aber man versucht auch, neue Ideen eben hier hineinzuflechten. Das heißt also eben, es ist nicht eine museale oder nur denkmalpflegische Rekonstruktion, sondern eine kritische Rekonstruktion. Das fanden wir damals sehr interessant, weil es so an den Kern eigentlich tatsächlich auch der Städtebaulehre damals ging. Und seitdem haben sich doch diese Stadtentwicklungsdiskussionen auch sehr stark verändert. Hier ein ganz zentrales Bild, das ist so ein typischer Baublock und Sie kennen das vielleicht in Berlin, es gibt diese Hinterhäuser, es gibt die Höfe, es gibt aber trotzdem eine sehr kleine Parzellierung. Sie werden nochmal über dieses Thema der Parzellierung gesondert sprechen, aber Sie sehen schon, wozu das führt. Es ist eben kein großes Gebäude, sondern es sind individuelle Gebäude, die aber schon einer Regelmäßigkeit folgen. Es gibt immer die höheren Gebäude eben am Blockrand zur Straße. Dann gibt es diese Höfe, die dann abgestaffelt in die Tiefe gehen. Es gibt unterschiedliche Zuschnitte. Es gibt dann auch immer die Frage, wie das Grün sich hier hinein arbeitet. Und man in Berlin kann man das sehr schön verfolgen, dass eben teilweise diese Strukturen auch noch sehr gut in Schuss waren, auch damals, aber manchmal eben auch sehr zerfallen. Und Sie sehen eigentlich diesen großen Reigen dann auch bei den Neubauprojekten, dass man eben versucht hat, diese städtebaulichen Strukturen zu akzeptieren, dann aber auch sehr zeitgemäß eben dann auch zu interpretieren. Und Sie sehen hier eine ganze Reihe von Gebäuden, die waren für uns damals wirklich wegweisend, dass man sagt, gut, wir müssen eben nicht nur historisch reflektiert sein, wenn wir in der Stadt sind, sondern wir können eben auch dann für bestimmte Nutzergruppen Gebäude zuschneiden. Wir können eben auch mutiger sein, wenn wir dann in der Stadt auch wirklich neue Gebäude integrieren. Es gibt sehr viele Dokumentationen, sehr viel Material darüber. Es soll gar nicht jetzt so vertieft werden von mir, aber ich glaube, dass diese IBA in Berlin eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn wir uns über die Weiterentwicklung der europäischen Stadt unterhalten. Und das war tatsächlich ein Wendepunkt. Und ich glaube, es ist für Sie auch wichtig, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange welche Themen eigentlich zu welchen Ergebnissen dann auch im Städtebau geführt haben. Eine Person, die da auch ganz entscheidend dran mitgewirkt hat, ist Josef Paul Kleihus. Er war Direktor auch der IBA. Und er hat damals tatsächlich mit sehr viel Mut am Anfang auch wieder dieses historische Bild oder den Respekt gegenüber den historischen Strukturen eingeführt, weil viele Städtebaulehrer und auch viele Architekten waren zu der Zeit eher damit beschäftigt, möglichst viel, möglichst schnell zu bauen, vor die Stadt zu gehen oder auch mit diesen radikalen Abriss-Szenarios eigentlich die Stadt weiterdenken zu wollen. Und er ist da eine sehr wichtige Figur gewesen. Er war sehr gebildet, war aber auch sehr eloquent, war selber auch ein Architekt, der sehr viel gebaut hat. Und er hat ganz klar einfach diese Epoche geprägt. Und ich finde es immer wichtig, Ihnen auch so ein paar Hinweise zu geben. Da werden heute noch ein paar Folgen, welche Personen einfach auch hinter diesen ganzen Entwicklungen standen oder welche Personen für welche Zeit einfach auch sehr viel Einfluss in der fachlichen Debatte hatten. Denn ich glaube, nur mit dieser Definition aus der Humangeografie kommen wir nicht wirklich weiter, sondern wir müssen verstehen, wie die Prozesse ablaufen, welche Diskussionen geführt werden und auch welche Personen einfach hier eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich glaube, es ist auch für Sie sehr interessant, so sich mal ein bisschen da hinein zu begeben, auch diese Lebensläufe mal zu lesen. Das ist wirklich interessant und man steigt einfach dann auch so in eine sehr viel persönlichere Sicht auf die Stadt hinein. Da an der Stelle gibt es tatsächlich auch einen Link, das ist an unsere Fakultät, das ist mein Vorgänger Günther Uhlig.
Er war damals bis 2003 am KIT und war mein direkter Vorgänger in meinem Lehrstuhl. Das Ganze hieß damals noch Lehrstuhl für Wohnungsbau, Siedlungswesen und Entwerfen. Und Günter Uhlig hat wiederum die Verknüpfung auch zur IBA in Berlin, weil er dort auch einer der wichtigen Mitarbeiter war. Er war im Stab von Josef Paul Kleihus und er war auch verantwortlich für die wissenschaftliche Begleitung der IBA. Günter Uhlig war vorher auch Assistent in Aachen gewesen und ich habe ihn auch noch so in meinen ersten Studientagen so erleben dürfen. Manchmal sind es auch sehr persönliche Geschichten, die einem so einen Weg durch diese ganze Profession so bahnen. Das wird Ihnen später vielleicht auch mal so gehen. Ich weise da immer wieder ganz gerne drauf zurück, weil das auch viele Erlebnisse sind, die eben auch auf einer persönlichen Ebene stattgefunden haben und diese ganzen fachlichen Fragen dann einfach sehr viel lebendiger darstellbar machen. Günter Uhlig war damals eben in dieser IBA beschäftigt damit, auch Seminare mit Studierenden zu organisieren, damals von der TU aus Aachen, aber später dann auch aus Karlsruhe. Und er hat die Projekte sehr gut dokumentiert und begleitet. Und das ist wirklich ein riesiger Fundus, an dem, als ich die Bibliothek bei uns im Lehrstuhl aufgeräumt habe, sind eine ganze Menge Sachen da auch zutage getreten, die ich selber gar nicht erwartet habe. Und zeigt eigentlich, wie intensiv dieser Paradigmenwechsel damals stattgefunden hat. Es kam einfach damals was völlig Neues auf, was für uns heute eben gar nicht mehr so neu ist. Und zwar, Sie sehen das hier sehr schön auf diesem Plakat: Bewohner planen, bauen und leben gemeinsam. Das war damals völlig neu. Also das tatsächlich ist, heute spricht man über Baugruppen, Wohngruppen. Das war aber jetzt in der gewachsenen Stadt, in der Innenstadt, also in diesen Strukturen völlig was Neues. Man sprach in Berlin eher über die Miets- und Wohnkasernen, große Wohnungsbaugesellschaften, Privatfirmen, die das damals betrieben haben. Und es war relativ wenig Privateigentum eigentlich so in der inneren Stadt in Berlin. Und vor allen Dingen nicht für diese Nutzergruppen, also eben relativ klassisches Klientel, jetzt sicherlich nicht sozialer Wohnungsbau, aber auch nicht wirklich hochpreisig, sondern es ging eigentlich jetzt auch in diesen Projekten darum, dass man sagt, wir wollen eben Eigentum in der Stadt schaffen, wir wollen aber auch Gemeinschaft, gemeinschaftliche Wohnformen entwickeln. Und das war auch völlig neu, das gab es in dieser Konstellation eigentlich damals nur so in den ganz großen Metropolen. In Frankfurt war man da sehr viel mehr auf Konfrontation. Da gab es eine Hausbesetzerszene. Diese ganze Hausbesetzung hatten natürlich auch damit was zu tun, gegen Spekulation, gegen diese starken Preiserhöhungen, gegen Ausgrenzung und auch so der Sehnsucht nach einem gewissen Gemeinschaftsgefühl. Und die IBA hat damals versucht, das eben zu kultivieren in diesen Projekten. Ich habe Ihnen das mal auch nur so mitgegeben. Das ist eben eine Ausstellung, wo die Ergebnisse der IBA damals dokumentiert worden sind. Das ist, müssen Sie nicht alles lesen, aber es ist wahnsinnig interessant, wie viele Komponenten und wie viele neue Ideen damals eigentlich in die Stadtplanung hineinkamen. Sie sehen das so hier. Es geht tatsächlich hier auch um Betroffene. Es geht um den Stadtteil. Es geht um alte und neue Genossenschaften, es geht um eben so die Ökologie, Ökotopia steht da in der Mitte. Es geht dann auch um Widerstand, also es war immer sehr politisch. Es geht dann einfach auch um Berlin, wie Berlin eben eine Stadterneuerung. Der Begriff der Stadterneuerung ist auch eben aus dieser Zeit. Und es geht natürlich dann einfach um Grundlagen auch für die Zukunft. Und das war in dem Vokabular der Stadtplanung und des Städtebaus völlig neu. Es wurde sehr vielfältig, dann natürlich aber auch mit anderen Mitteln, weil es war klar, diese ganzen Themen kann man nicht klassisch mit einem Gesetz oder einfach nur mit einer Administration lösen, sondern Stadtplanung rutschte jetzt auf einmal sehr viel mehr in die Mitte der Gesellschaft. Also es geht hier eben um Fotografie, Literatur, um Geschichte. Dann gibt es hier sehr interessant die sogenannte Kreuzberger Mischung. Dann aber auch die behutsame Stadterneuerung. Also das ist tatsächlich ein Fundus und Baukultur tatsächlich auch das
für mich zumindest das erste Mal wieder richtig intensiv mit Städtebau verknüpft. Dann natürlich auch im Stadtteil Kultur und neue Wohnformen einfach. Und das ist wirklich ein sehr kompaktes Paket, was damals keiner wirklich erwartet hat. Und Günter Ulich war da sehr mit beschäftigt und hat sich sehr verdient gemacht eigentlich um die Verknüpfung dieser vielfältigen Themen eben mit dem Städtebau. Und nicht nur zu sagen, es gibt halt Architekten oder Stadtplaner, sondern er hat es, sein Credo war es, sehr viel mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Das Ganze ist dann, als er nach Karlsruhe kam, auch in ganz verschiedenen Seminaren behandelt worden. Und hier so ein Fundstück, wie so das damals abgelaufen ist, so ein Seminar sehr schön dokumentiert. Hier sieht man einfach auch die ganz verschiedenen Formen, wie man sich damals um kollektive Wohnformen gekümmert hat. Und was ich sehr, sehr interessant finde, es war eben nicht dogmatisch, sondern man hat eben Altbauten gehabt, die erweitert, umgebaut wurden. Man hat sehr stark in die historischen Kontexte hineingesehen, um auf die Suche zu gehen, was es denn da schon auch in der Geschichte gibt. Und man hat aber auch sehr neue, zeitgemäße Beispiele sich angesehen. Also das heißt, es war eben eine Zeit, die sehr grundsätzlich andere Ideen für die Stadtentwicklung formuliert hat, aber eben nicht dogmatisch. Also dogmatisch meine ich, es wird gesagt, was der richtige Weg ist, sondern eigentlich wurde der Fächer aufgemacht von historischen Beispielen, von modernen Beispielen, aber auch von anderen Disziplinen, die sich da sehr viel stärker mit einmischen. Also man hat eigentlich die Stadtplanung so aus ihrem aus ihrer Obrigkeitsverknüpfung herausgelöst und mitten in die Gesellschaft gestellt. Mit Karlsruhe hat das auch wieder etwas zu tun, wesentlich später. Günter Ulich hat also lange hier in Karlsruhe auch gelehrt und er war einer der wichtigsten Protagonisten in einem Streit, der tatsächlich auch in Karlsruhe so über wie modern kann eigentlich so die europäische Stadt sein und wie groß können neue Objekte sein, die eingefügt werden. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, es gab damals einen sehr großen Streit über die Zukunft des ZKMs. Da war damals ein Wettbewerb, ein niederländisches, sehr junges Team hatte den gewonnen. Und Sie sehen hier einen Ausschnitt aus der Eich Plus. Da komme ich gleich nochmal drauf, was es damit auf sich hat. Und Günter Ulich hat hier sehr stark Stellung genommen dazu, wie wichtig eigentlich dieses Projekt für die Stadt Karlsruhe ist. Es ist dann anders gekommen, das wissen Sie. Das Projekt sollte hinterm Hauptbahnhof positioniert sein, war als radikal großes, neues Objekt, eben aber als Beitrag auch zu der Weiterentwicklung von Karlsruhe gemeint. Sie sehen hier so eine ganze Reihe auch von Zeichnungen. Die Idee war eben, die Medienkunst innen drin stattfinden zu lassen, eben keine große Außenwirkung, sondern es ist eigentlich es sind sehr große Säle, Vortragssäle, Ausstellungsräume, die eigentlich im Inneren stattfinden. Und das Ganze sollte eben hinter dem Bahnhof stattfinden. Und es gab dann aber viele Vorbehalte auch in der Stadt, dass man dieses Projekt dann auch politisch eigentlich nicht wollte. Es wurde teilweise auch diffamiert. Lesen Sie das mal so durch. Das ist echt eine interessante Geschichte. Und es hat eben damit zu tun, wie radikal kann eigentlich auch die Fortschreibung dieser Idee der europäischen Stadt sein. Das Gebäude ist wirklich bemerkenswert. Peter Weibel, der damals auch schon da war, hat hier Stellung genommen. Und das Ganze ist dann aber leider in der politischen Diskussion auch über Kosten. Aber es war mehr. Es waren eben nicht nur Kosten, sondern es ging wirklich so um darum, ob man nicht diese Hallen, die es damals ja gab, die damals leer standen, wo das ZKM jetzt beheimatet ist, ob man die verwenden soll oder ob man sich so einen radikalen, zeichenhaften Neubau gönnen will. Wir haben das damals als Studierende verfolgt und fanden das natürlich unglaublich toll. Das war radikal, es war eben nicht dieses Klein-Klein. Die Ideen der IBA in Berlin waren sicherlich interessant und eine Grundlage und wir haben uns sehr stark damit beschäftigt. Aber jetzt kam das wie so ein Urknall auf einmal, dass man sagt, eigentlich brauchen wir noch sehr viel mehr, um neue Medien in die Städte zu führen, um andere Ideen auch von Kunst zu präsentieren. Und das muss einfach auch dazu führen, dass Gebäude sehr viel mutiger, größer und auch spektakulärer sein können. Ganz kurzer Exkurs noch, die Eich Plus. Günter Ulich gehörte auch mit zu den Herausgebern der Eich Plus.
Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen so populär im Moment ist, aber wenn ich Ihnen irgendwas empfehlen kann, dann das. Ich will keine Werbung dafür machen, aber die Eich Plus ist wirklich so ein Abbild auch von sehr unterschiedlichen Strömungen, die sich sehr intellektuell mit Architektur und Städtebau beschäftigt haben. Also es ist nicht immer tagesaktuell, aber sehr, sehr viele Namen, die sehr wichtig waren in der, auch in der Diskussion, in der Fachdiskussion, haben was mit der mit dieser Zeitschrift zu tun. Es ist eben gegründet worden in den 68er Jahren, wo es sehr, sehr politisch war und sich viele Planer, damals Assistenten in Stuttgart, eigentlich zusammengefunden haben, um eben so ein Sprachrohr zu gründen. Das Ganze ging dann weiter, dann auch in die 70er Jahre hinein. Das waren wirklich immer die Speerspitze auch der intellektuellen Diskussion. Es ging damals schon um Theorie, um Kybernetik, damals auch so die Studentenunruhen. Es waren wilde Zeiten im Gegensatz zu dem, was wir heute so erleben. Es ging dann immer weiter. Sie sehen so ganz verschiedene Epochen und ich habe das deswegen nur abgebildet, weil die ganz gut zeigen, wie unterschiedlich auch so die Diskussion, die Fachdiskussion über die europäische Stadt sich weiterentwickelt hat. Also es gab eben diese sehr radikalen und politisierenden 68er Jahre. Dann kam man eigentlich in die 70er Jahre, wo es eben dann auch wirklich Planung politisiert wurde. Sie sehen ja auch ein paar ganz wichtige Protagonisten in dieser Zeit. Ganz, ganz interessant, der allerletzte Satz da unten, dass teilweise also diese radikalen Anklänge dazu geführt hätten, dass eben eine Unterwanderung durch die kommunistische DKP damals wohl Thema waren. Das war mir jetzt auch neu, aber es zeigt eigentlich, wie radikal und wie wenig abgegrenzt eben damals diese Debatte war. Das hatte ganz klar seinen Ursprung dann auch oder seinen Kristallisationspunkt in Berlin, wo man eben gesagt hat, wir müssen ein anderes Planungsverständnis, wir müssen ein anderes Politikverständnis entwickeln, um eben diese Herausforderungen in dem Städtebau auch bewältigen zu können. Das ging dann so weiter, das können Sie gerne mal lesen, das ist wirklich interessant, weil es ganz gut abbildet, was eigentlich so in den verschiedenen Epochen dann auch entstanden ist. Und Günter Uhlig, eben mein Vorgänger hier, war dort einer der wichtigsten Protagonisten, er war Herausgeber und er war eigentlich auch immer jemand, der eben diese intellektuelle Debatte sehr geschätzt hat. Bleiben wir so ein bisschen bei diesen radikaleren Ideen. Damals hat eben das Büro OMA aus Rotterdam mit dem Protagonisten Rem Koolhaas eben für diese Ideen gestanden, die jetzt auch mal ganz zufällig in Karlsruhe eben auch dann zur Diskussion standen. Und hier traf natürlich wirklich fast so ein bisschen amerikanische, sehr spektakuläre Großstadt eben so auf die badische kleinere Stadt. Und Sie können sich einfach, glaube ich, heute nicht mehr vorstellen, wie es da damals eigentlich hin und her ging und wie das auch in ganz Europa und besonders auch in Deutschland wahrgenommen wurde, dass sich jetzt so eine Stadt wie Karlsruhe das traut, so ein großes Zeichen zu setzen und sich wirklich so mit an die Spitze der Avantgarde setzt oder eben auch nicht. Es ging eine ganze Zeit hin und her. Sie sehen eigentlich dieses Gebäude nochmal hier, vor allen Dingen im Schnitt versteht man sehr gut, wie es gemeint ist. Dann aber auch mit diesen großen Medienfassaden, mit diesem Innen- und Außenraum war es wirklich ein spektakulärer Entwurf, der aber dann am Ende vom Stadtrat in Karlsruhe eben gekippt wurde. Das war damals ein großes Entsetzen eben auch in der Fachwelt, dass eben diese Ideen sich anscheinend in Deutschland nicht durchsetzen können. Aber für uns war es ganz klar, unsere Neugierde war geweckt. Und wir haben uns dann tatsächlich sehr viel mehr auch damit beschäftigt. Eben Holland war nicht weit aus Aachen. Und wir sind da in eine völlig andere Welt hineingekommen, weil man eben ein ganz anderes Verständnis hatte, auch zur Tradition der Stadt, aber auch zur Fortschreibung. Rem Koolhaas war sicherlich eine der zentralen Figuren. Hier so ein Bild etwas später, dann als er die Biennale in Venedig bestritten hat. Aber er war eigentlich eine Figur, die sehr gut artikulieren konnte, was eigentlich die Stadt braucht,
und was er eigentlich unter Architektur und auch Urbanismus versteht. Und auch bei ihm kommen diese beiden Dinge zusammen. Es gibt keine Trennung zwischen Städtebau und Architektur. Das war ja auch Thema meiner ersten Vorlesung, aber für uns damals eine ganz wichtige Person, um eben so ein bisschen aus der Sackgasse herauszukommen, die sich in unserem Studium dann doch aufgezeigt hatte, weil da hatte Städtebau mit Architektur eigentlich eben nicht viel zu tun, sondern man hat gesagt, wenn du Städtebau machen willst, dann musst du viele Bücher lesen und wenn du Architekt werden willst, musst du viel zeichnen. Also so lapidar hat uns das damals ein Professor erklärt. Und wir haben aber hier dann langsam verstanden, dass dem überhaupt nicht so ist, sondern dass sich das beide sehr stark durchdringt und eben jetzt auch gerade mit sehr frischen, sehr neuen Ideen dann auch angereichert werden kann. Ich kann Ihnen das wirklich nur empfehlen. Ganz am Ende gibt es auch noch so ein paar Literatur und auch ein paar YouTube-Hinweise. Es ist eine sehr, sehr faszinierende Figur. Er ist sehr spröde. Eigentlich Rem Koolhaas war von seiner Ausbildung gar kein Architekt, sondern er war Drehbuchautor. Er hat damals in New York dieses Buch geschrieben, was eigentlich so mit der Geschichte von New York was zu tun hat. Es ist super interessant, sehr überraschend. Sie sehen hier so die, auch die Bilder dazu sind eine völlig andere Welt, als man das eigentlich damals gewohnt war. Er hat dann in Rotterdam sein Büro gegründet und hier links sieht er sehr jung und sehr radikal aus und überall in Rotterdam wird man eigentlich dann auch mit diesen ganz neuen Ideen konfrontiert und wir als junge Studenten haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, auch vor Ort mit so kleineren Projekten, die wir uns dann auch angesehen haben, der Kunsthalle in Rotterdam, die damals realisiert wurde. Und es war für uns tatsächlich eine absolute Befreiung auch zu sehen, wir können sehr, sehr modern bauen, wir können sehr fortschrittlich eigentlich denken, ohne aber tatsächlich die vorgefundenen Strukturen abzulehnen oder in Frage zu stellen. Und dort wurde auch sehr viel schon mit Analysen gearbeitet, die Technik wurde bemüht. Also das war für uns damals wirklich ein Hoffnungsschimmer, der in Deutschland noch nicht so angekommen war, hat mich aber persönlich auch sehr stark geprägt in meinem Denken und auch in meinem Verständnis von der europäischen Stadt. Die haben dann ganz viele Bücher herausgegeben. Ich denke, auch in unserer Bibliothek sind eine ganze Menge. Es ist wirklich interessant, sich da mal drauf einzulassen, auch heute noch. Interessant vor allen Dingen war, dass es tatsächlich eben um ein etwas analytischeres und auch etwas fast mathematisches Verständnis auch ging. Dann aber natürlich auch sehr emotionale Entwürfe dabei herausgekommen sind. Das ist hier ein Bild für den Entwurf vom Parc de la Villette in Paris, der aber nicht umgesetzt wurde. Bernard Tschumi hat damals den Wettbewerb gewonnen, aber es zeigt eigentlich, wie man auch ein neues Verständnis für die Freiräume und für die Landschaft entwickelt. Es ist eben nicht die gewachsene Natur, sondern natürlich die Natur, die auch im städtischen Kontext dann stattfindet und die einfach auch ein anderes Bild hat. Uns hat das sehr fasziniert, wie anders eigentlich diese Ergebnisse auch bei Wettbewerben, die auch manchmal gar nicht dann realisiert worden sind. Aber es zeigt einfach, dass auch das eben nicht nur dieses intuitive, nicht nur das historische Entwerfen, sondern auch das analytische Entwerfen in diesen Größenordnungen tatsächlich ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Wir haben dann als Studentengruppe damals einen der Partner aus dem Büro von Rem Koolhaas in Hamburg kennengelernt. Sie sehen hier unten Kees Christianse, der dann auch mich sehr viel weiter begleitet hat, sehr lange auch unser Büro weiter begleitet hat, mit dem wir damals auch dann nach diesem Workshop in Hamburg unser Büro gegründet haben. Die Idee hier war tatsächlich in Hamburg damals ganz viele internationale Architekten einzuladen, ihnen ein Thema zu geben und sie eine Woche dort arbeiten zu lassen. Es ging damals um den Hamburger Hafen und wir merkten auf einmal tatsächlich auch durch die Zusammenarbeit mit Kees Christianse und hier unten auch Willem-Jan Neutelings, dass es uns enorm faszinierte, wie jetzt auch diese Ideen, diese radikaleren Ideen aus Holland auf der einen Seite, dann aber auch das Einlassen wirklich auf diese europäischen Stadtthemen zu einer ganz neuen Mischung führten. Das war damals so unser Beitrag. Es wurden auch große Modelle gebaut, es wurden schöne Zeichnungen gemacht. Ich werde das in einem der nächsten Vorlesungen noch mal etwas intensiver besprechen. Es ging tatsächlich auch darum, größere Areale jetzt in der Stadt
neu zu denken, neu zu planen. Sie sehen hier die mittlerweile als Hafen City bekannte, den Teil des Hafens in Hamburg. Und das war damals eine sehr frühe Phase, wo es eigentlich so um die ersten Ideen darum ging. Und wir fanden wichtig zu lernen, eben nicht nur die pure Fortschreibung, sondern tatsächlich den Respekt der Strukturen, dann aber auch eben sehr radikale, großflächige und auch spektakuläre neue Ideen eben damit zu verknüpfen. Wir haben dann mit KES weitergearbeitet. Das hat auch mich dazu geführt, dass ich so meine ersten 10 Berufsjahre fast komplett in Holland verbracht habe. Ich werde später auch nochmal darauf eingehen. Aber das ist auch ein bisschen so zu verstehen, dass eben diese Entwicklungen, die um uns herum passiert sind, auch natürlich immer sehr stark den persönlichen Weg dann auch geformt haben. Und ein gutes Beispiel ist auch mein Vorgänger Günter Uhlig, der eben mit diesen ganz neuen, grundlegenden Zugängen zur Stadtplanung dann auch in Karlsruhe gelandet ist und ich irgendwie auch zufällig mit diesen ganz anderen weiteren Hintergründen dann auch an der gleichen Stelle am Ende dann angekommen bin. Es ging damals eben um großflächige Stadtentwicklung und Rotterdam hat uns dort sehr fasziniert und wir hatten dann auch das Glück, 1991 dann an einem großen Projekt in Amsterdam mitzuarbeiten können. Das war unter der Regie auch von Rem Koolhaas. Dort haben 6 Büros ein Jahr lang dann tatsächlich an der Weiterentwicklung der Hafenfront gearbeitet und Sie sehen hier die Ausmaße des gesamten Projekts. Und dort haben wir tatsächlich dann auch das Handwerkszeug gelernt. Also wie analysiert man, wie denkt man eigentlich so eine Stadt weiter und welche Optionen entstehen eigentlich dann auch gerade für die Städte, ihre Hafengebiete komplett neu zu entdecken. Das ist heute in den wesentlichen Fällen alles schon realisiert. Und wenn Sie auch mal Rotterdam oder Amsterdam fahren, was ich Ihnen sehr empfehlen kann, dann werden Sie merken, wie dort diese etwas radikaleren Größenordnung. Sie sehen, hier wird eine kleine Insel im Hafen, im Bahnhofsumfeld sehr, sehr dicht einfach und sehr großflächig entwickelt. Und man sieht eigentlich dann damals in diesen Zeichnungen und Rendering, dass eben so eine Stadt wie Amsterdam sich eigentlich am Wasser fast neu erfinden wollte und dann auch sehr stark einfach fast so eine internationale Skyline entwickelt hat. Und das versteht man, glaube ich, nur, wenn man wirklich damals auch die Hintergründe reflektiert und aber eben auch diesen schmalen Grat zwischen moderner Stadt, zwischen vorwärtsgewandt, aber trotzdem auch ein Respektieren der historischen Kontexte. Das ist so eine Momentaufnahme aus dieser Zeit. Wir haben dann tatsächlich angefangen, parallel in den Niederlanden und in Deutschland zu arbeiten. Wir waren so ein deutsch-niederländisches Büro um KES Christianse herum. Und wir haben damals sehr profitiert mit unserem deutschen Hintergrund, mit unserer sehr guten Ausbildung. Das wurde sehr geschätzt einfach. Wir waren sehr gründlich ausgebildet. Wir konnten gut die verschiedensten Genres zusammenbringen, dann aber eben auch mit diesem frischen Wind aus Holland. Und das ist einfach auch nach wie vor so meine Grundlage für die weitere Entwicklung dann auch in verschiedensten Projektzusammenhängen. Ich komme so langsam zum Schluss. Ich versuche nochmal zusammenzufassen, worum es eigentlich geht hier bei der europäischen Stadt mit diesem Bild aus Rotterdam. Sie sind vorne unten diesen kleinen Maßstab, die roten Dächer, also so die Stadt, wie sie eigentlich auch in ihrer Mischung, in ihrer Kleinteiligkeit funktioniert und dann natürlich aber auch so das Großstädtische, die Weltmetropole, die eben hier repräsentiert wird durch diese hohen Häuser, Hochhäuser in der Innenstadt. Es hat wieder viel mit der Geschichte von Rotterdam zu tun. Das ganze Zentrum von Rotterdam wurde im Krieg zerstört und wurde dann eben neu aufgebaut. Aber das heißt auch, diese historischen Schichten, das Abbilden eigentlich dieser Katastrophen gehören eben mit in das Bild der Stadt. Und damals hat ein holländischer Kollege gesagt, es gibt eben auch nicht die schöne Stadt, die ideale Stadt, sondern eine Stadt hat immer viele Narben, viele Widersprüche, viele Fragezeichen. Aber das ist am Ende auch die diese Mischung und diesen Hintergrund, das Flair, was wir eigentlich auch suchen und was wir auch möglichst immer weiter fortschreiben wollen. Also wir wollen diese verschiedenen Dinge auch nebeneinander in der europäischen Stadt haben.
Dazu gehörten auch sehr offene Persönlichkeiten natürlich hier in Deutschland. Das war nicht nur irgendwas, was importiert wurde aus Holland, sondern ich möchte auch jetzt zum Schluss nochmal einen wichtigen Kollegen auch nennen. Das ist Peter Slunitzky, hier in dem unteren Bild auf der rechten Seite, ein Städtebauprofessor aus Dortmund, der damals sehr gut verstanden hat, also wie auch diese wichtigen historischen Themen, die Entwicklung des öffentlichen Raums und dann natürlich aber auch diese radikaleren, neueren Ideen in die Stadt einfließen müssen. Und Sie sehen ja oben ein sehr schönes Bild. Es gehört immer dazu, tatsächlich am Tisch zu sitzen, im Kreis zu sein und direkt auch sich auseinanderzusetzen. Eben nicht nur über Fachbücher, sondern über Projekte muss gestritten, diskutiert und auch öffentlich befunden werden. Das war wirklich eins seiner Credos. Sie sehen auch Ludwig Wappner hier direkt neben ihm. Das ist ein Bild aus Köln, wo es um die Umfeldgestaltung des Doms ging. Franz Josef Höhing, damals Stadtbaurat daneben. Das sind sehr, sehr wichtige Personen, die auch tatsächlich diese Ideen weitergetragen, in die Politik getragen haben, die sehr viel Zeit auch in der öffentlichen Debatte verbracht haben. Sie sehen unten so eine typische Sitzung. Jörn Walter, der damalige Stadtbaudirektor aus Hamburg, sitzt dort neben Peter Slunitzky. Und Sie sehen eigentlich, dass man diese Auseinandersetzung braucht, um eben diese Ideen auch weiterzutreiben. Es ist kein Automatismus, es ist auch nicht nur eine intellektuelle Ebene, sondern es ist manchmal auch sehr persönlich. Deswegen ist es mir wichtig, dass auch diese Personen hier immer eine Rolle bekommen in dieser Vorlesungsreihe. Peter Slunitzky war später dann auch noch in Hamburg-Harburg tätig. Das heißt, er hat sehr verschiedene Dinge auch entwickelt und er hat vor allen Dingen dann auch eigentlich so ein Manifest geschrieben über die europäische Stadt. Das möchte ich auch gar nicht mehr jetzt im Detail durchgehen, aber am Ende dieser Reise, die wir heute hinter uns haben, ist es tatsächlich interessant aus seiner Feder, er war auch ein Meister der Formulierung, ich würde mich das ehrlich gesagt persönlich nicht trauen, aber er hat es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Es geht eben hier über den Begriff, das ist Ihnen jetzt sehr vertraut, auch aus der letzten Vorlesung. Unten geht es dann um die Merkmale, es geht dann auch um die Herausforderungen und hier sind in den Absätzen ist sehr viel Musik drin. Also jetzt, was ich versucht habe, mit diesen verschiedenen Sichtweisen Ihnen nahezubringen, ist hier nochmal sehr auf den Punkt gebracht und sehr gut formuliert worden. Dann natürlich aber auch die Transformation, da haben wir auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dann den Umbau und das Modernisieren, aber auch der Infrastrukturen. Es geht eben nicht nur um Gebäude, um Grünflächen, sondern eine Stadt braucht sehr viel Technik, sehr viel Infrastruktur und vor allen Dingen auch einen kontinuierlichen Prozess. Wir können es uns einfach nicht erlauben, wie das auch in den letzten Jahrzehnten teilweise der Fall war, zum Beispiel den Schulbau völlig zu vernachlässigen, unsere wichtigen Institutionen einfach so ein bisschen verkommen zu lassen und uns lieber damit beschäftigen, wie wir neue Fußballstadien bauen. Das meine ich wirklich ernst, weil die Debatte auch in der Öffentlichkeit geht manchmal in merkwürdige Richtungen. Und wir vergessen oft, was wir einfach auch alles zu tun haben in den Städten und dass wir tatsächlich in Mitteleuropa im Jahr 2021 davon sprechen müssen, dass unsere Infrastruktur der Schulen, Grundschulen, weiterführende Schulen und auch in den Universitäten ziemlich marode ist, finde ich eine absolute Katastrophe. Und das zeigt, dass wir eben in diesen politischen und gesellschaftlichen Prozessen auch verlieren können. Ja, also wenn da die falschen Vorzeichen gesetzt werden, dann haben wir das echt auszubaden. Und viele Probleme, die wir gerade auch mit der Klimaanpassung haben, aber auch mit unseren Sanierungsstaus, wir haben zu wenig bezahlbaren Wohnraum, hat alles damit zu tun, dass in gewissen Weichenstellungen eben auch falsche Entscheidungen in der Gesellschaft und Politik gefällt worden sind. Und das muss man ganz offen artikulieren. Und ich finde es eben hier in diesem Manifest von Peter Slunitzky sehr schön zusammengefasst. Und ich finde, wenn Sie auch sich engagieren bei Fridays for Future oder bei Architects for Future, bitte nehmen Sie diese scharfen Begrifflichkeiten mit und plappern Sie nicht nur nach, was gerade so jeder sagt, sondern versuchen Sie wirklich, sich eine solide Bildung und ein solides Fundament auch aufzubauen, dass Sie wirklich auch eine Position haben können und nicht nur so ein Spielball von nicht immer so klar durchschaubaren Prozessen in der Stadt.
Letzter Absatz von ihm, und damit bin ich auch fast fertig, muss die europäische Stadt neu erfunden werden? Klare Antwort von ihm, nein. Die europäische Stadt ist ein Modell und sie ist eben ein Rahmen und Raum für die Reurbanisierung der Stadt. Also das ist eine sehr klare Botschaft, kann man, glaube ich, nicht besser formulieren. Dann kommt eben aber sein Aber. Das heißt, wir müssen sehr, sehr gut aufpassen eben, dass wir nicht in gewissen Mechanismen so weitermachen, also eben in der Nutzungstrennung, dann aber natürlich auch so in dem, heute würde man wahrscheinlich noch ein paar Absätze ergänzen, die eben auch was mit der CO2-Entwicklung, mit der Verkehrswende, Energiewende natürlich zu tun haben. Ich werde in der nächsten Woche in etwa hier weitermachen. Kurz noch mal ein Abschlussbild dann auch von Peter Slonitzky. Ich glaube, es gehört wirklich sehr, sehr viel Eloquenz auch von uns dazu, eben nicht nur zu sagen, wir wissen schon, wie das weitergeht und wir als Planer machen das schon, sondern wir müssen uns erklären. Wir müssen für unsere Ideen werben. Und dieses Bild soll wirklich stellvertretend dafür stehen. Er war ein absoluter Meister da drin, auch wirklich auf Bürgerveranstaltungen zu erklären, worum es eigentlich bei den jeweiligen Projekten geht. Und das sollten Sie sich wirklich hinter Ihre Ohren schreiben. Es ist nicht so, dass wir nur unter uns sind, sondern wir stehen dafür, eben auch diese Brücke zu bauen, die Ideen zu entwickeln, eine Verantwortung auch dafür aufzubauen, sie dann aber wirklich auch zu vermitteln und in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu bringen. Und dann aber nicht wegzulaufen und zu sagen, wir sind halt nur die Planer. Wenn es schief geht, sind wir nicht verantwortlich, sondern wir müssen dann auch bitte da bleiben und uns mit der Kritik auseinandersetzen und auch verstehen, was wirklich die Bedürfnisse sind, eben um den Begriff auch der europäischen Stadt weiterzuentwickeln, aber auch wir natürlich als Personen dafür zu stehen. Ganz kurz noch als letzten Ausblick nochmal, es gibt wahnsinnig tolle YouTube-Videos, die konnte ich jetzt eben hier nicht anhängen, das wäre viel zu lang geworden, sondern Sie haben vielleicht mal auch in der vorlesungsfreien Zeit etwas mehr Muße. Die sind aber manchmal gar nicht so lang, kann man sich sehr gut anhören. Und hier geht es eben um Rem Koolhaas, dann aber auch Peter Slonitzky hier mit einem sehr schönen Beitrag. Und auch Kees Christiaanse hat sehr umfangreiche Dokumentationen, aber manchmal auch sehr kurze Statements eben auf YouTube. Und das ist echt, es lohnt sich, gerade wenn der Frühling noch nicht so toll ist, gucken Sie sich das einfach mal an. Das ist unglaublich, wie viel Wissen, wie viele Projekte, wie viele Beispiele auch hier für Sie relativ einfach konsumierbar sind. Und es kreist alles um das, was ich heute eben versucht habe, Ihnen auch darzustellen. Okay, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder und es geht dann um den Begriff der Urbanität. Ich werde relativ direkt wieder da anknüpfen, wo wir heute aufgehört haben, und ich bedanke mich jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.